Weißt du, das Problem ist, wenn man sich jetzt mit verschiedensten Themen, die erstmal auf den ersten Blick sehr faszinierend klingen, weil man davon noch nie was gehört hat, alles schön und gut. Das Problem ist nur, du verarbeitest dieses neue Wissen, oder diese Informationen mit einer ganz bestimmten Denkweise. Das verstehen viele nicht. Also ich vergleiche das immer mit einem Auto, einem Automotor und das Öl. Das Öl sind die Informationen und der Motor ist einfach mal, ist sozusagen dein Weltbild. Das ist die Struktur, wie du dieses Öl sozusagen oder das Benzin verarbeitest. Und wenn du daran nichts veränderst, also wenn du aus dem Vierzylinder keinen Achtzylinder machst, ja, sage ich jetzt mal so, wird dir das neue Öl auch nicht so viel bringen. Das wird nicht deine Denkstrukturen verändern, also dein Weltbild erweitern oder gar sprengen oder so tief erschüttern, dass du wirklich anfängst, mal alles zu hinterfragen. Und das ist das Problem. Und dadurch konserviert sich dieser Zustand in diesem Weltbild. Und wenn dieses Weltbild einmal drin ist und es wird dann an die nächste Generation weitergegeben durch Erziehung, durch Vorbild, ja, Eltern, Lehrer, Pädagogen, die leben es ja vor, die sagen, ja, so ist die Welt und so, wir können dir alles erklären, liebes Kind. Obwohl die meisten überhaupt nichts verstanden haben, die haben Worthülsen gelernt. Die können zwar sagen, ja, das ist ein Baum und das ist ein, was weiß ich, ein Fluss, aber die Magie dahinter ist durch dieses Etikettieren mit Begrifflichkeiten ja weg. Das Kind, wenn das in den Fluss steigt, wenn es auf den Baum geklettert ist, versteht, was ein Baum ist. Aber du sagst, es ist ein Baum, kenne ich, langweilig, ja, abgehakt. Ja. Und das ist dieses, nennen wir es mal, Klassifizierungsuniversum im Kopf. Man hat für alles einen Begriff und dadurch ist das Magische weg. Dadurch ist die dynamische, dieses, wie bin ich mit der Welt verbunden, also dieses Beziehungsgeflecht, was ein Mensch, ein Kind, wenn sich das die Welt ergründet, ja noch hat. In der Schule wird alles etikettiert, alles bekommt Namen und Begrifflichkeiten und dadurch wird es irgendwie abstrakt und langweilig, weil du es nicht mehr zu dir selbst in Beziehung setzen kannst. Und damit entfernst du dich von dir selbst. Und das ist Normopathie heutzutage. Das ist Natur- und Selbstentfremdung. Wir sind nicht mehr in der Natur so viel, sondern wir lesen in Büchern über die Natur oder gucken uns Filme an. Statt rauszugehen und die Natur in ihrer ganzen Pracht und Schönheit zu erleben, dieses natürliche Informationsfeld mit unserem Wesen aufzusaugen, gucken wir uns das flach und, sag ich mal, zweidimensional auf Bildschirmen oder in Büchern an. Und das ist das Problem. Und dadurch kann man uns leichter manipulieren, indem man uns andere Begriffe erzählt oder die Begriffe umdefiniert. Das ist ja auch alles Teil dieser ganzen Agenda. Oder Sprache ist ja auch ein ganz mächtiges Werkzeug, denn Sprache dient ja auch dazu, bestimmtes, ich nenne es mal, genetisch verankertes Wissen zu aktivieren. Nennen wir es Erberinnerung. Nur wenn du die Sprache veränderst, indem du zum Beispiel bestimmte Laute entfernst, dann resoniert die Sprache nicht mehr mit deiner Genetik unter Umständen. Ja, es wurden ja, kann man sich auch, wenn man damit ein bisschen beschäftigt, sehen, dass die ursprünglichen Schriftzeichen deutlich gekürzt wurden. Also was weiß ich, wenn wir mal, ursprünglich gab es mal ein Alphabet mit 48 Buchstaben. Wir haben jetzt nur noch In der 26. westlichen Welt, das höre ich jetzt zum ersten Mal, das ist sehr interessant. Ja, dann würden wir jetzt ganz tief noch in die Herkunft der, ich sag mal, wo kommen wir eigentlich her? Stichwort, woher kommen die weißen Menschen und so weiter? Dann sind wir natürlich ganz tief in dem Geschichtsthema drin, ne? Aber ich will nur sagen, wenn man also jetzt, sag ich mal, die Sprache verändert und jeder Buchstabe ist letztendlich ein komplexes Sinnbild, wenn man das mal verstanden hat. Das ist also jedes Wort, was wir benutzen, das ist ein Akronym, ist eine Abkürzung. Wir kennen als Beispiel USA, sind drei Buchstaben, aber wir wissen, das heißt Vereinigte Staaten von Amerika. Und genauso hat jeder Buchstabe in der ursprünglichen Bedeutung ein bestimmtes Sinn- und Gedankenbild kodiert. Das heißt also, wenn du Buchstaben aneinanderreihst, entsteht alleine nur durch die Aneinanderreihung ein komplexes Bild, aber das lernen wir heute nicht mehr. Das ist sozusagen verschütt gegangen. Es Das hat ja heißt, auch dadurch. jeder Laut, Entschuldigung, wenn ich unterbreche, jeder Laut hat ja auch eine Frequenz, eine Eigenschwingung und Richtig? dadurch ist ja sozusagen, kann man sagen, jedes Wort, jeder Satz ist ja wie ein Zauberspruch. So Richtig. habe ich es mal definiert, weil du hast ja wirklich mit jedem Wort, was du sagst, sendest du ja etwas aus. Genauso, wenn du sagst, das habe ich jetzt mal vor ein paar Jahren gelernt, so, ja, ich bin doch so blöd, ach, ich bin doch so blöd, ja, dann sagst du das Der immer wieder und Selbstdialog, sowas, ne? ja. Und du programmierst dich natürlich darauf, Genau. dass du dann eben blöd bist, ja, und dein Körper merkt sich das und deine Außenwelt zeigst dir immer wieder.
Du kannst dich halt dadurch extrem gut selber manipulieren im Positiven und im Negativen. Es ist ja ganz neutral. Aber wenn man das auch verstanden hat, ist das auch ganz wichtig. Und wenn du sagst, es fehlen sogar viele Laute, das heißt ja, das sind wahrscheinlich dann die essentiellsten, würde ich jetzt mal behaupten, die halt für uns am wichtigsten sind. Ja, Dadurch dann. schlafen wir. Wir sind im Grunde in einem Dämmerschlaf. Wir können mit bestimmten Frequenzen, mit bestimmten Lauten, könnten wir Genetik aktivieren, könnten wir etwas in uns zum Klingen bringen. Es gibt ja in Russland gibt es ein Fachgebiet, das nennt sich Wellengenetik. Ja, das heißt also, das, was heute als Junk-DNA bezeichnet wird, die 97%, weil alle sagen, das ist nur Müll, das ist genau der Bereich, der sozusagen aktiviert werden würde. Ja. Das sind alles so Dinge. Es gibt ja keinen Zufall oder es gibt ja kein unnützes, wie soll ich sagen, Teile in uns, ja, sondern wir verstehen vielleicht nicht, woher das kommt oder welche Funktion es hat. Und da liegt eine Menge brach, dass das einfach nicht genutzt wird. Ich will damit nur sagen, die Manipulation, die geht auf eine Ebene, das können sich die meisten überhaupt nicht vorstellen. Das geht so tief, ja. Das ist erstmal so ein kleiner Exkurs, einfach, dass man mal ein Gefühl dafür bekommt. Also auch unsere Sprache, unsere Laute wurden verändert, damit bestimmte Frequenzen von uns gesprochen nicht mehr mit unserer Genetik resoniert und damit letztendlich auch altes Wissen hochholt. Das muss man auch ganz klar sagen. Also dieses ganze Thema DNA-Aktivierung hängt auch, natürlich auch damit zusammen, mit Klängen. Man sagt ja auch in den Weisheitslehren, das Universum ist Klang. Oder Tesla hat mal gesagt, wenn du das Universum verstehen willst, dann musst du in Kategorien von Energie, Informationen und Frequenzen denken. Also, ne, das sagt es ja im Prinzip. So, was lernen die Kinder heute in den Schulen? Newtonische Mechanik, Physik, ja. So Billardkügelchen, die sich da irgendwie so bewegen, aber die lernen nichts über Torsionsfelder oder Plasmaphysik oder irgendwie Frequenzen und so weiter. Und was du auch mit Resonanzen erzeugen kannst, ja. Also es gibt so vieles, was wir einfach nicht wissen. Und dadurch können wir natürlich auch nicht bestimmte Sachen, wie sagen wir, anders handeln, anderes entscheiden. Wir haben also quasi auf gut Deutsch immer nur die Wahl zwischen Pest und Cholera, aber uns fehlen uns noch die 10 anderen Varianten, die uns dann überhaupt eine Handlungsoption ermöglichen.